Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Handwerk hat goldenen Boden, heißt es in einem alten Sprichwort, und die Auftragslage scheint es ja zu bestätigen. Hält denn dieser Trend auch 2019 weiter an? Also da würde ich sagen, ganz klar ja. Auch wenn die Konjunkturaussichten jetzt so langsam stagnieren auf sehr hohem Niveau, ist die Auslastung immer noch so groß bei den Betrieben, dass es da kaum zu Einschränkungen kommen wird. Diese hohe Auftragslage führt aber auch zunehmend zu Frust bei den Verbrauchern, denn die Firmen kommen den Auftragslagen nicht hinterher. Gibt es diesen Trend weiterhin oder gibt es sogar aufgrund dessen Neugründungen? Also der Auftragsvorlauf ist teilweise wirklich sehr hoch. Wir bemerken, dass je nach Gewerk zwischen 3 und 6 Monaten muss der Kunde manchmal schon warten, bis der Handwerker wirklich vor Ort ist. Das hat natürlich seinen Hauptgrund in der guten Konjunktur nach wie vor und dann dazu noch der Fachkräftemangel, der da vorherrscht. Das führt auch zu Neugründungen, aber die sind unverändert. Ich habe das mal recherchiert, im Altkreis Güstrow so im Jahr 50 bis 90 Neugründungen, aber auch entsprechend viele Firmenauflösungen aufgrund von fehlenden Betriebsnachfolgern. Das heißt, es hält sich so in der Waage. In den Medien war zudem zu lesen, dass Firmen zu sorglos mit den Praktikanten umgehen. Praktikanten fühlen sich ja nach dem Praktikum ja nicht mehr so umsorgt. Unternehmen fehlt die Zeit. Die Unternehmen wieder beklagen die fehlende Motivation. Was können Sie denn bestätigen? Ja, das ist natürlich ein leidiges Thema, aber die Medaille hat immer zwei Seiten. Wir brauchen auf jeden Fall motivierte Lehrlinge, motivierte Azubis und auch engagierte Handwerksbetriebe, die Ausbildungsbetriebe. Da merken wir aber auch, dass da jetzt ein Wandel stattfindet. Der Auszubildende wird immer mehr zum Gut, zum kostbaren Gut. Das heißt, die Firmen, die stellen sich immer neu auf und gucken, dass sie eben die Ausbildung und den Ausbildungsberuf attraktiv gestalten. Dann ist es so, dass ja Auszubildende lieber bei einem großen Konzern anfangen, einmal allein wegen der höheren Vergütung. Was spricht aus Ihrerseits aber trotzdem bei einer Ausbildung beim Mittelstand? Die Ausbildungsvergütung ist natürlich immer ein wichtiger Bestandteil, aber wir merken auch, dass da der Wandel langsam bei den Jugendlichen einsetzt und dass das auch nicht immer die große Gewichtung erfährt. Im Handwerk, die Ausbildung, das ist die Ausbildung vor Ort. Ich kann hier im familiären Umfeld bleiben und auch im familiären Betriebsklima arbeiten, kann mich kreativ und vielseitig da ausprobieren. Zudem habe ich natürlich dann mit dem Gesellenbrief in der Tasche die besten Karrierechancen, auch hier vor Ort zu bleiben und vielleicht mit einer Weiterbildung zum Meister dann einer von den viel gesuchten Betriebsnachfolgern zu werden. Dann starten Sie ja ein WhatsApp-Projekt als Handwerkskammer. Was steckt denn genau dahinter? Ja, dieses WhatsApp-Projekt, das ist der Berufschecker. Das ist zu finden unter der Internetseite www.handwerk.de. Das ist als Hilfestellung gedacht, damit sich Jugendliche bei der Berufsorientierung so ein bisschen im Frage- und Antwortspiel Eindrücke schaffen können und dann Vorschläge kriegen können, welches Berufsbild würde zu mir passen. Das ist so der erste kleine Schritt in die Richtung Digitalisierung. Man muss mit der Zeit gehen und muss gucken, dass man die Jugendlichen auch da abholt, wo sie unterwegs sind. Und das ist natürlich viel am Handy, an den mobilen Endgeräten. Und das ist eine Hilfestellung. Und anschließend können die Jugendlichen natürlich auch gleich schauen, was beinhaltet dieses Berufsbild, was sind die Ausbildungsinhalte. Und so ist der erste Schritt, um ein bisschen auf die Jugendlichen dazuzugehen. Ne? Ja, vielleicht ist das für Sie ein Weg, die neue Digitalisierung zu nutzen, um sich bei der Berufswahl ja vielleicht besser zu orientieren. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.